Tag 76. Gott etwas zurückgeben. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Unsere Begabungen, unsere Gesundheit, unsere Kraft, alles seine Geschenke. Er hat uns wirklich gesegnet, denn wir dürfen in einem Land leben, in dem kein Krieg herrscht, in dem es genug zu essen und ausreichend Arbeit gibt. Geschenke wie Sonne und Regen sind für uns selbstverständlich, weil wir es gar nicht anders kennen. Jeden Tag beschenkt und segnet uns Gott. Um ihm für das alles zu danken, müssen wir ihm etwas zurückgeben. Viele geben den Zehnten für ihre Gemeinde, das heißt, sie tun 10% ihres Geldes in die Kollekte. Einige geben etwas von ihrer Zeit oder setzen ihre Begabung ein, um anderen zu helfen. Ich war vor kurzem bei einem Surfwettkampf in Brasilien und habe ein echt nettes Mädchen aus Tahiti kennengelernt. Ihr Surfbrett war allerdings alles andere als toll. Es war ziemlich alt und hatte schon etliche Kratzer und Schrammen abbekommen. Ihre Familie konnte sich kein neues Brett leisten. Ich betete und hatte den Eindruck, Gott wollte von mir, dass ich ihr eins von meinen Brettern gebe. Das habe ich auch gemacht. Denen etwas abzugeben, die es wirklich dringend brauchen, ist eine Möglichkeit, Gott etwas von dem Guten zurückzugeben, das er uns jeden Tag schenkt. Das sagt die Bibel. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. 2. Korinther 9, Vers 7. Mit Gott im Gespräch. Danke Gott, vielen Dank für das, was du mir gegeben hast. Alles, was ich habe, kommt von dir. Ich möchte dir so viel wie möglich zurückgeben, entweder Geld, Zeit oder indem ich anderen von dir erzähle. Was auch immer du von mir möchtest, ich bin für alles offen und möchte es fröhlich tun. Amen. Was ich noch sagen wollte. Weißt du, was ein Quiver ist? Das sind alle Surfbretter, die ein Surfer besitzt.